Herzstechen, kennen Sie folgendes Symptom bei sich? Herzstechen ist im ganzen Umkreis zu sehen, auch mit Herzprobleme, Herzinsuffizienz und auch eben viele haben auch Angst, dass sie ja keinen Herzinfarkt bekommen. Oder viele sagten zu mir, ja, ich war schon mal betroffen mit Herzmuskelentzündung. Herzrasen, Herzstechen ist heute einfach auch ein Symptom, über das ich spreche, und zwar in Bezug auf die körpereigenen Hormone. Denn körpereigene Hormone steuern alles. Sie steuern Zellen, Organe, körperliche Funktionen bis hin zu Gehirn und psychische Funktionen. Also grundsätzlich könnte jedes Symptom auch mit Ihrem körpereigenen Hormon zusammenhängen. Und da möchte ich jetzt rausfiltern, was könnte mit Herzstechen zusammenhängen. Fangen wir an mit der Schilddrüse. Es könnte Schilddrüse zum Beispiel Überfunktion sein, und Schilddrüsenhormone werden ja übers Blut untersucht. Ich komme noch zu weiteren Hormonen, die muss man über Speichel untersuchen. Fangen wir mal an mit wichtigen Hormonen, die im Bereich Herz eine Rolle spielen. Das erste wichtigste Herzhormon ist das Testosteron. Testosteron hat viele Aufgaben, ist auch ein Gehirnhormon, ein Energiehormon, aber es ist das wichtigste Herzhormon, weil es nämlich ein Muskelhormon ist und der größte Muskel in unserem Körper ist der Herzmuskel. Dann ein weiteres wichtiges Herzhormon ist das Progesteron. Das hat ganz viele andere Aufgaben, aber eben es ist wichtig für gesunde Herzfunktionen. Ein weiteres Hormon für das Herz ist das Cortisol. Cortisol wirkt auch gegen Entzündungsprozesse, also Herzmuskelentzündung. Cortisol ist wichtig für eine gesunde Herzfunktion, gesunden Herzrhythmus. Und bei all diesen Hormonen, die ich gerade genannt habe, stelle ich fest, wenn man dann per Speichel misst, dass die zum Beispiel zu tief oder zu niedrig sind. Die kann man dann einfach mit natürlichen Methoden auch in den optimalen Bereich bekommen. Sei es Pflanzennahrung oder auch bioidentische Hormone. Auf der Basis einer Speicheltestuntersuchung. Falls Sie mehr wissen wollen, schreiben Sie mir doch ein E-Mail Ihren Fall. Ich melde mich dann bei Ihnen. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Christine Rosa Tanner.